Johannes und David haben es auf die dicken Barsche um die 50 cm abgesehen. Ob der Fisch am Haken diese Länge erreicht, das sehen Sie gleich im zweiten Teil. In der Zwischenzeit weiß Johannes Dietl in unserer Rubrik Tipps und Tricks, wie Sie Bleiköpfe für kleine Gummiköder modifizieren. Ich angle sehr gern mit so schlanken Gummifischen wie dem. Mit aufgeklebten Augen auch noch, ein toller Köder. Problem ist nur, dass wenn ich den auf den Jig-Haken aufziehe, der in dem Bereich erstens ein bisschen ausreißen kann und zweitens werden die Augen ausfallen. Das liegt einfach daran, dass dieser Jig-Haken hier so einen Knubbel hat. Der soll den Gummifisch da dran halten, eigentlich am Jig-Haken. Das ist bei Gummis mit einem relativ breiten Körper eine super Sache, aber bei den schmalen Dingern ist es eben einfach nichts, da ist zu wenig Fleisch dann da. Das mache ich euch mal vor, wie das aussehen würde, wenn ich den da aufziehe. Ja, da hat man es auch schon. Hier ist das eine Auge schon verlustig gegangen. Und das will eigentlich kein Mensch, denn Barsche, gerade Barsche, stehen auf Augen. Komischerweise, aber sie tun's. Und dementsprechend muss ich was machen, um den Gummifisch sauber aufzuziehen. Und was ich dann machen kann, ist, ich nehme den Jig-Kopf und befreie ihn von dem Knubbel. Heißt, ich setze hier oben an. Knips mir das hier ab, kann dann den Knubbel hier schon auf den Hakenbogen schieben und knips das Blei hier ab. So, die Bleireste sammle ich allerdings, die schmeiße ich nicht in den See oder auf den Boden, weil ich will ja, dass kommende Generationen auch noch Spaß an unseren Gewässern haben. Und so sieht der Jig-Haken dann aus, wenn er von dem Blei befreit ist. Und jetzt kann ich den Gummifisch nehmen und den ganz sauber auf den Haken hier aufziehen, sodass der erstens super gerade sitzt und schön spielt, seine Form nicht verliert und hier ein Auge noch hat und hier auch. Barsche mit Gummifisch, eine fängige Kombination. Doch was ist nun der Texas Rig und welchen Fisch hat David am Haken? Das und mehr erfahren Sie gleich im zweiten Teil unserer brandenburgischen Barsche. Also ich mag es am liebsten, wenn sie richtig heiß sind. Mir macht das nicht so richtig Spaß, die Fische versuchen zu provozieren. Das klappt zwar auch ganz gut manchmal, aber ich mag es, wenn sie im Rausch sind. Wenn sie richtig bei der Jagd sind, dann hat man die schönsten Bisse. Dann kommen sie bis hinterher ans Boot. Man kann sie sehen, wie sie den Köder nehmen, auf sich teilweise. Das ist, ja, und dahinter. Aber ein ganz kleiner. Ein ganz, ganz kleiner. Ja, also ich liebe es einfach, wenn sie richtig wild sind. Wir hatten das vorhin schon mal am Anfang heute Morgen. Da kam ein Schwarm von 6 Fischen hinterher. Ich habe mir versucht, den besten von denen rauszupicken. Der hat irgendwie einen Fisch verfolgt, den der Johannes gerade gedrillt hat. Und dummerweise hat es nicht geklappt, ich habe den kleinsten erwischt. Ja, Barsche zu finden ist eigentlich oft gar nicht so schwer. Also letztendlich haben wir ja vorhin schon mal gesagt, die Hindernisse sind super, die Barsche stehen halt gerne im Holz. Das heißt, immer wenn ein Baum ins Wasser gefallen ist, ist das für mich auf jeden Fall mal ein Anlaufpunkt. Wo immer sich ein paar Haubentaucher rumtreiben, schaue ich mal, ob die, wenn sie tauchen, auch ein kleines Fischchen mit nach oben gebracht haben. Wenn sie das getan haben, weiß ich, dass da Futterfisch ist. Wo Futterfisch ist, ist auch Barsch nicht weit. Dann kann ich immer gucken, wo kleine Ringe an der Wasseroberfläche entstehen. Abwechslung am Ufer, unter Wasser. Irgendwie Abwechslung, würde ich sagen. Und prinzipiell gilt eben einfach immer Augen offen halten. Und sich nicht irgendwo festbeißen. Es hat keinen Sinn. Die Barsche verraten sich meistens schon ziemlich schnell. Entweder kommen sie hinterher geschwommen oder sie picken schon mal rauf oder so und lecken mal dran am Gummifisch. Also nach ein paar Minuten oder so würde ich schon einen neuen Platz anlaufen, anfahren, je nachdem. Nicht so lang an den einzelnen Plätzen bleiben. Lieber mehr Plätze an einem Tag durchfischen und dann irgendwie schauen, dass man an die Barsche rankommt. It's raining in here. I know my love's out of hand. I know it's raining.
ist eine ganz simple Methode eigentlich. Wir werfen den Köder aus, lassen den an gespannter Schnur zum Boden sinken und während wir das machen, können schon die ersten Bisse kommen. Deswegen muss die Schnur eben nach dem Auswurf auch direkt gespannt sein. Dann sinkt der Köder zum Grund, dann bildet sich quasi ein Schnurbauch, den heben wir wieder auf, nehmen dreimal Schnur mit drei Kurbelumdrehungen, drei Schnellen auf, lassen den Köder dann wieder absinken an gespannter Schnur, kurbeln wieder dreimal und so weiter und so fort. Alter, wenn das ein Barsch ist, er hat im Kopf genauso geschnitten. Ja, eigentlich schon, ne? Hat sich wie ein Barsch angefühlt am Anfang, jetzt macht er gerade gar nichts mehr. Ich hab so eine Angst, ey. Scheiße. Ach, hier Hecht, ist ein Hecht, alles klar. Ist ein Hecht, ist okay. Aber ein schöner. Schöner kleiner Hecht. Naja. Naja, okay. Keine Fritte halt. Ach so, warte mal. Rüber, oder? Kam auf meinen Barschköder eigentlich so ein cooler farbenen Gummifisch mit einem grünen Bauch. Naja, wir dachten erst, es wäre ein Barsch, deswegen war die Aufregung groß. Da ist er und zurück geht er, ne? Und retour. Also die Variante mit dem Bleikopf kennt ja wahrscheinlich jeder, den Gummifisch am Bleikopf. Jetzt gibt es aber schon seit Jahrzehnten in Amerika Systeme, die den Amerikanern noch fängiger erscheinen und ich komme jetzt langsam auch auf den Trichter, dass das echt teilweise viel mehr bringt, mit diesen amerikanischen Methoden zu fischen. Zum Beispiel hier mit dem Texas Rig, da habe ich hier jetzt so ein Patronenblei, eine Perle und meinen Haken und der Vorteil ist, der Köder, erstens mal sitzt er hier lose dran. Das heißt, der kann sich schön abrollen, wenn ein Hindernis kommt, ist schon mal perfekt, ich werde weniger Hänger kriegen. Dadurch, dass das ein Durchlaufblei ist, hat der Fisch beim Biss keinen Widerstand, kann den Köder viel einfacher inhalieren, ich werde also weniger Fehlbisse bekommen. Alles, was ich dazu brauche, sind eben spezielle Haken, der sich durch diesen Knick hier auszeichnet. Und das hat den Hintergrund, dass ich jetzt hier meinen Wurm in der Spitze einsteche, den rumziehe, hier auf diese Spitze ransetze, dann hier einhake, so, und dann hängt mein Wurm so, wie er sein soll. Die Hakenspitze schaut nicht arg über den Köder raus, das heißt, hier kann kein Kraut hängen bleiben. Ein weiterer Vorteil dieser Variante und der Köder, wenn er dann auf dem Grund sinkt, liegt er so da in der Position und kann sehr leicht angesaugt werden. Mit diesem System fangen wir inzwischen richtig gut Barsche und werden immer besser damit und fangen auch Zander auf die Art und Weise. Was auch noch ein elementarer Vorteil dieser Methode ist, ist dieses Geräusch, das entsteht jedes Mal, wenn ich den Köder anzupf. Da mache ich auch so kleinere Rucke in der Rute. Dann prallt immer wieder das Blei gegen die Perle und dieses Klicken, das macht die Barsche neugierig. Und wenn man davon ausgeht, dass Schall sich unter Wasser 300 Mal so schnell überträgt oder ausbreitet wie an Land, dann kann man sich vorstellen, dass das hier die Barsche auf eine Entfernung von bestimmt 5 Meter zum Köder ranholt. Ja, und für dieses Rig braucht man natürlich dann wieder andere Köder als Gummifische und zwar eben so Würmer entweder wie den, das ist jetzt das Original, da sieht man, dass ich den ein bisschen eingekürzt habe, um den, sagen wir mal, auf die Barsche, die heute beißen, anzupassen, auf die Größe, auf das Format. Da könnte ich mit einem kleineren Haken so einen kleinen Troutworm hier von Berkeley dran machen auch oder mit einem noch größeren Haken, so ein Gulp oder eben solche Teile wie den hier, der dann aussieht wie ein Krebs.
Und auch da, wenn der Haken dann so steht, wird er so im Wasser liegen. Und wenn ich den anziehe, sieht es jedes Mal so aus wie ein Krebs, der seine beiden Zwicker irgendwie in Abwehrstellung bringt. Und wir haben es ja vorhin schon gehört, Krebse sind eine Leibspeise von Barschen. Deswegen ist das ja auch eine sehr gute Variante für dieses Texas Rig.